Hallo und herzlich willkommen zu Kram und Zeugs, den ich im Juni mochte. Und dieses Wetter bringt mich einfach um. Es ist unglaublich heiß und ich muss schauen, dass ich dieses Video schnell über die Bühne bringe, weil ich das Rollo wieder runter machen möchte und das Fenster aufmachen möchte. Es ist unerträglich heute. Und deswegen kann ich euch das Erste, was ich euch eigentlich zeigen wollte, auch nicht im angezogenen Zustand zeigen, wie ich es vorhatte, sondern muss es euch so zeigen, nämlich ich habe mir ein T-Shirt gekauft. Bananas! Let's go Bananas! Ihr wisst natürlich, warum ich es gekauft habe. Und ja, eigentlich wollte ich das hier anziehen, aber ich konnte es einfach nicht. Es ist zu heiß für sowas. Ich habe das erstanden in der Kinderabteilung vom C&A erst vor kurzem. Das heißt, es ist noch erhältlich, schätze ich mal. Und das Schöne daran ist, dass das kein Print ist hier vorne, sondern drauf gestickt. Also es ist wirklich eine gute Qualität und soweit ich weiß, ist das auch Baumwolle. Das heißt, es ist angenehm zu tragen. Wie gesagt, ich konnte es noch nicht wirklich austesten, aber ja, das wollte ich auf jeden Fall gezeigt haben, weil Bananas. Was auch neu ist, ist das Teil hier, das ich nun anhabe, weil es eben so heiß ist. Das ist vom New Yorker. Und ja, ich habe da letztens ein bisschen so Basics aufgestockt, das heißt gerade Tanktops und sowas, haben die gerade recht günstig dort in vielen, vielen Farben und da habe ich ein bisschen meine Sammlung wieder aufgestockt, weil vieles davon habe ich jetzt auch entsorgen müssen, weil es einfach schon zu alt war. Und da könnt ihr auf jeden Fall mal schauen. Und das hier, wie gesagt, das hat mir dann auf Anhieb auch wegen dem hier vorne gefallen, wegen diesen überkreuzten Bändern. Und ja, aber ansonsten habe ich gar nicht so viel in letzter Zeit an Klamotten gekauft. Stattdessen habe ich tatsächlich mal wieder bei Make-up zugegriffen. Ihr werdet euch vielleicht erinnern, dass ich vor 2 oder 3 Monaten, glaube ich, mal davon erzählt habe, dass ich ein bisschen ein schwieriges Verhältnis zu Make-up habe, dass ich nicht sehr viel trage und dass ich aber momentan versuche, ein bisschen mehr damit zu machen. Das heißt, ich habe mir eine erste Eyeshadow-Palette gekauft von Essence, das war die All About Toffee. Und habe mit der ein bisschen experimentiert und habe da jetzt Freude dran gefunden. Und deswegen habe ich mir eine weitere von denen gekauft, nämlich All About Roses oder Rosés. Ich weiß nicht, wie sie es meinen, da ist kein Accent drauf. Aber ja, das sind jetzt die Rosé-Töne und die sind tatsächlich sehr, sehr schön. Da sind ein paar sehr schimmernde dabei, wo ich am Anfang etwas skeptisch war, aber die machen tatsächlich auch ganz gut Spaß. Und insofern ist das jetzt momentan so meine Sommerpalette. Die Toffees nehme ich zurzeit nicht so sehr, weil einfach die Farben etwas, ja, ich weiß nicht, herbstlicher sind für meinen Geschmack. Apropos Herbst, es gibt seit kurzem einen Starttermin für Star Trek Discovery. Und zwar ist es der 24. September, kurz nach meinem Geburtstag, das freut mich sehr. Und wenn mich nicht alles täuscht, hieß es auch, dass es bei Netflix dann einen Tag später erhältlich ist, das heißt am 25. Und es werden, glaube ich, 8 Folgen der Staffel gezeigt, also der ersten Staffel, die wird in 2 Teile geteilt anscheinend. Die ersten 8 Folgen laufen dann direkt da und die zweite Hälfte der Staffel startet dann im neuen Jahr. Das sind vermutlich nochmal 8 Folgen. Es würde irgendwie Sinn ergeben, weil dann sind es 16 Folgen und das ist so momentan so der Schnitt von Serien, glaube ich, so Staffeln mit 16 Folgen. Und was mich ganz besonders gefreut hat, rechtzeitig noch für dieses Video, wurde das erste Foto von Captain Schnuppelpoo veröffentlicht. Also Captain Lorca, ihr wisst schon, Jason Isaacs. Und der sieht echt... Doch, sieht gut aus. Und ich bin jetzt auf jeden Fall echt gespannt auf die Serie und freue mich auf den September. Bleiben wir gleich bei Serien. Ich habe, wie ihr vielleicht in meinem Blog gelesen habt, Twin Peaks angefangen. Wobei angefangen ist schwierig zu sagen, weil ich habe nicht mit der Originalserie angefangen. Die habe ich nie gesehen und deswegen ist es vielleicht auch etwas kurios, dass ich jetzt die 3. Staffel gucke. Aber ich hatte so viel drüber gelesen und ich bin auf jeden Fall auch immer neugierig, wenn irgendwie experimentelle Sachen kommen. Und das ist diese Serie auf jeden Fall. Also die ist so schräg und so surreal. Ich kann da eigentlich keine Worte für finden. Und ich weiß auch, dass ich nicht das Ganze quasi erleben kann, weil ich eben die alten Sachen nicht kenne. Und ich gelesen habe, dass vieles von der neuen Staffel jetzt auf dem aufbaut, dass da eben viele Anspielungen sind. Und ich bin mir dessen bewusst, dass ich viele der Handlungsstränge einfach nicht verstehen kann. Aber ich weiß einfach dieses Surreale und eher bildhaft gesteuerte sehr zu schätzen. Man entwickelt so nach einer Weile, glaube ich, schon ein gewisses Gefühl für die Bildsprache von David Lynch und deswegen funktioniert die Serie auch für mich. Insofern kann ich die Serie auf jeden Fall weiterempfehlen, allerdings nicht unbedingt an Leute wie mich, die also die alte Serie nicht kennen, aber ansonsten absolut empfehlenswert und abgesehen davon wollte ich mitreden können. Anfang des Monats war ich mal kurz zu Besuch bei meinen Eltern, um Pfingsten rum und bei der Gelegenheit war ich auch mal wieder im Depot, wo ich jetzt in letzter Zeit nicht mehr so oft bin, einfach weil ich hier vor Ort keinen habe und dann immer erst in die nächste Stadt fahren muss. Aber bei der Gelegenheit habe ich mir Deko gekauft. Das ist Schmu. Das ist eine kleine Ameise.
Und falls ihr euch jetzt wundert, wer Schmu ist, hinterlasst mir einen Kommentar. Vielleicht bin ich so nett und mache ein Video, wo ich eine kleine Geschichte vorlese, die ich mal geschrieben habe, über das winzige Schaf und seine beste Freundin, die Ameise Schmu. Kommen wir zum beliebten Thema Badesalze. Ich habe, während ich bei meinen Eltern war, auch was Neues entdeckt. Und zwar ist das Barfuß im Gras von Kneipp. Aus irgendeinem Grund ist mir das im Laden nie aufgefallen, obwohl es da auch tatsächlich zu haben war. Ich habe meinen Eltern gegenüber behauptet, das gäbe es bei uns nicht. Es gibt es und ich habe mich ordentlich damit eingedeckt jetzt. Und das ist tatsächlich die fast einzige Sorte, die ich jetzt für diese heißen Tage sogar empfehlen möchte, weil das ein wunderbar frischer Duft ist und tatsächlich so riecht wie frisch gemähtes Gras und ja, man liegt in einer Wiese und es ist einfach nur großartig. Definitiv zurzeit mein Lieblingsbadesalz. Mein zweiter Tipp für den Sommer ist Lebenslust von Dresden Essenz. Das ist eine Sprudeltablette und ist ziemlich das ganze Gegenteil von Barfuß im Gras, weil es sehr, sehr fruchtig riecht, aber wirklich, ich glaube, ich habe noch nie so ein fruchtiges Badesalz gehabt. Das ist unglaublich. Das hat bei mir tatsächlich am nächsten Tag dann noch im Bad danach gerochen, obwohl ich gelüftet habe. Und weil es eben so ein exotischer Fruchtduft ist, ist es perfekt für den Sommer. Es ist auch nicht zu übersehen, dass zurzeit Einhörner total in sind. Und obwohl ich nicht behaupten würde, dass ich ein großer Fan von Einhörnern bin, manches gefällt mir halt dann doch und bei manchen bleibe ich dann doch länger stehen und überlege, kaufst du es dir jetzt oder kaufst du es dir nicht. Bei Deko mache ich dann meistens einen Rückzieher, weil ich mir sage, in einem Jahr gefällt mir das sowieso nicht mehr. Bei anderen Sachen, wie zum Beispiel diesen Einhornpralinen, konnte ich dann doch nicht widerstehen. Und ich tat gut daran, denn die sind tatsächlich unglaublich lecker. Ihr solltet auf jeden Fall mal danach Ausschau halten. Die gibt es zurzeit in den Supermärkten. Ich weiß nicht, ob in allen, aber ich habe es beim Edeka gefunden. Und das Schöne daran ist, das ist weiße Schokolade mit einer Zuckerkruste und innen drin ist dann so eine fruchtige Creme. Also das ist wirklich unheimlich lecker. Und vermutlich auch nur für eine Weile erhältlich, weil hier Limited Edition draufsteht. Und deswegen greift auf jeden Fall zu, solange es die noch gibt. Und in dieselbe Kategorie fällt der Einhorntee, den ich während des Besuchs bei meinen Eltern gefunden habe. Ich meine, das war im Alnatura-Laden, also auf jeden Fall so ein Reformhaus-Ding. Und ist von Sonnentor. Die Marke kenne ich nicht, ist auch eine Limited Edition. Und ist im Grunde einfach nur ein Früchtetee, also jetzt nicht aufregend, das ist halt Hagebutte mit ein paar diversen anderen Früchten drin. Das Süße ist, bei den Zutaten steht hier noch, am Ende, bei der Produktion kamen keine Einhörner zu Schaden. Das fand ich einfach ganz süß und insofern, wer auf Einhörner steht, kaufe sich den Einhorntee. Ansonsten sind natürlich vor allem die Sommersorten jetzt gerade sehr interessant und zwar habe ich davon Milford Limette Minze kürzlich entdeckt. Das ist ein wunderbar frischer Tee. Und das Einzige, was mich daran immer ärgert bei Milford, ist, dass die Päckchen nicht nochmal einzeln eingepackt sind. Was natürlich umweltfreundlicher ist. Klar, natürlich, gebe ich völlig zu, aber ich packe die halt gerne in meine Holzbox. Und wenn sie nicht eingepackt sind, nochmal mache ich das nicht, weil dann verriechen sie so schnell. Und deswegen habe ich zurzeit einen Haufen solche Boxen da bei mir noch rumstehen und das ist nicht sehr schön, ganz ehrlich. Aber ja, abgesehen davon ist das ein sehr, sehr leckerer und frischer Tee. Und dann habe ich tatsächlich vor ein paar Tagen noch weißen Tee Mango-Zitrone von Teekanne entdeckt, als ich eigentlich nach einem anderen geschaut habe von Teekanne. Auch einen weißen Tee. Es gab, ich glaube, irgendwann Anfang des Jahres oder letztes Jahr noch, gab es einen mit Pfirsich, den ich unheimlich mochte. Und da habe ich jetzt das letzte Päckchen aufgebraucht und da dachte ich, oh, der war da ganz lecker, kaufst du den nochmal. Gucke in den Supermarkt, gibt es den natürlich nicht mehr. Und stattdessen habe ich jetzt Mango-Zitrone genommen, der auch okay ist, allerdings ganz ehrlich gesagt nicht so lecker wie der Pfirsich. Und insofern, Teekanne, bitte bringt den Pfirsich-Tee zurück. Kommen wir zum Schluss zum Einzigen, was man bei diesem Wetter eigentlich essen kann, Eis. Und ihr kennt sicherlich noch diese kleinen Wassereistütchen aus eurer Kindheit. Es gibt sie immer noch. Es gibt sie tatsächlich immer noch in dieser Billigfassung. 99 Cent für eine ganze Packung. Schmeckt im Grunde nach gar nichts, weil es nur Wasser mit Farbe ist. Es gibt aber auch noch eine sozusagen Premium-Version davon. Das nennt sich Polaretti, ist offenbar was Italienisches. Und das Ganze sieht so aus. Also das ist noch eine Zubepackung. Ich habe etliche davon in meinem Schrank. Und es gibt eine, ich weiß nicht, was das für Sorten sind, die normale. Und dann gibt es hier dieses Tropical, das sind so Sachen wie Ananas und Mango und Kiwi. Und danach bin ich zurzeit wirklich total süchtig. Und vor allen Dingen, das Zeug ist trotz allem recht günstig und schmeckt aber eben besser als diese Billigsorten. Und vor allem löschen die wirklich den Durst. Also ich bin gar kein Fan von Milcheis im Sommer. Ich greife eher zu Wassereis oder zu Sorbet, weil es einfach frischer ist und wirklich den Durst löscht. Nach Milcheis habe ich eher noch mehr Durst. Und damit entlasse ich euch für heute. Ich hoffe, wenn dieses Video online geht, haben wir immer noch so schönes Sommerwetter. Es muss nicht mehr ganz so heiß sein, aber natürlich freue ich mich über das Wetter. Und wir sehen uns an dieser Stelle in einem Monat wieder. Ich werde auf jeden Fall noch einen Bücherstapel demnächst machen. Und wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann hinterlasst doch einen Thumbs up
und abonniert meinen Kanal und ja, schaut in meinem Blog vorbei, wo ich immer noch Reviews schreibe, und bis bald.